Und geh mal langsam hier rein. Und nach unten. Oh, die hat es ja gesehen. Ja, dann müssen wir die auch mal töten. Tja, willkommen, liebe Freunde, zur nächsten Folge von This War of Mine. Und bitte nicht wundern, dass wir schon bei Tag Nummer 6 sind. Aber es ist leider Folgendes passiert. Ich habe aufgenommen und Fraps hat die Mikrofonaufnahme nicht mitgenommen. Wir sind sogar bei Tag 7 schon. Und deswegen fehlt jetzt eine Folge. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu böse. Es ist nicht allzu viel passiert. Wir haben einen neuen Mitbewohner bekommen. Und die Nacht war sehr ruhig. Marco war auf der Suche nach Vorräten, hat interessante Dinge mitgebracht. Ich glaube... Ne, wir haben den Mitbewohner noch gar nicht. Okay, wir sind an der Stelle noch. Okay, Essen ist auch noch da. Okay, wir sind noch eine Nacht davor. Also ihr habt nicht allzu viel verpasst. Bis auf einen hungrigen Marco, den wir jetzt gleich ins Bett schicken. Pavel ist sehr hungrig und müde. Der macht erstmal Feuer. Der war ja wacher Schieben. Und Bruno ist leicht verletzt, erholt sich aber. Dann stellen wir nochmal zwei von diesen Feuerchen her. So. Okay, auf der anderen Seite sollte Bruno auch mal aufstehen, damit Pavel sich hinlegen kann. Weil die beiden waren die ganze Nacht unterwegs. Einer hat Wache geschoben, der andere war im war plündern und deswegen sollte der liebe, gute Bruno mal was tun. Was kann er hier herstellen? Kräuterbank hatten wir eigentlich schon gebaut. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die schon steht. Ne, das hat er gar nicht abgespeichert. Ja, perfekt. Ich habe da eigentlich gar nichts verpasst, weil irgendwie hat er nicht abgespeichert. Dann stellen wir jetzt die Kräuterbank her. Ich weiß nicht, gerade im Moment ist es bei mir echt ein bisschen kompliziert, auch was die ganzen Technik und so weiter angeht. Immer wieder technische Probleme, ich weiß nicht. Es geht aber vielen so. Dann gibt es Probleme beim Hochladen bei YouTube und so weiter. Ich hoffe, dass das bald alles geregelt sein wird. Ich will euch natürlich regelmäßig mit YouTube-Videos versorgen, nicht besorgen. Und I do my very best, but seid mir nicht böse, versuchen kann ich es nicht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn du ein Video drehst. Ja, ich weiß, dass jemand an der Tür ist. Wenn du ein Video drehst und hinterher feststellst, dass nichts aufgenommen worden ist oder nur der Ton vom Spiel, was bei This War of Mine sehr leise ist. Ich bin nur auf der Suche nach einem Unterschlupf, erbarmt euch. Mach mal die Tür auf, wer du bist. Das ist übrigens ein anderer als vorhin. Zumindest ist... Ach, das ist eine Frau. Erika, Entschuldigung. Hey, was läuft? Nette Wohnung habt ihr hier. Ich bin auf der Suche nach einem Ort, wo ich eine Weile untertauchen kann. Ich habe in einem großen Wohnblock gelebt, bevor er bombardiert wurde. Hier ist mein Vorschlag. Ihr lasst mich hier bleiben, ich helfe euch dafür. Ihr könnt mich ich kann mich geschmeidig wie eine Katze bewegen. Was machen wir denn mit ihr? Nehmen wir die auf oder nehmen wir die nicht auf? Eigentlich haben wir keinen Platz. Ich hätte kein Zuhause mehr. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt echt unschlüssig. Oder raucht das mal eine? Boah, ja, komm rein. Okay. Gute Entscheidung. Sag mir nur, was ich tun soll. Tür zu machen. Und zeig mal, wie du aussiehst. Sie ist leicht krank. Auch noch das. Ich bin ein einfaches Mädchen aus dem Viertel und kenne das wahre Leben. Die Straße hat mir mehr beigebracht, als mein Vater es je getan hat. Der alte Säufer. Ja, das kommt mir auch vor wie besoffen. Hat mich immer geschlagen, wenn ihm danach war. Er wusste, wie er mir wehtun konnte. Damit ist es jetzt vorbei. Er biss in den ersten Tagen des Krieges ins Gras. Seit ich 14 bin, breche ich in Häuser ein. Ihr wisst, wie das ist. Ich bin darüber besser als ihr alle. Und ich kann wie ein Fuchs schleichen. Ihr wärt dumm, wenn ihr mich nicht hereinlassen würdet. Wenn du so gut bist, dann geh doch direkt mal pennen. Nun bin ich ausgeschlafen. Dann geh du pennen. Gut.
Aber sie ist zumindest nicht hungrig, das ist schon mal ein Vorteil. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben bei dieser ganzen... Ach, Kräuterscheiß haben wir gemacht, so. Okay, dann gucken wir mal. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, durch diese Kälte friert mein Hirn ein, also voll die Konzentrationsschwäche. Bandagen, da fehlt uns der Alkohol. Selbstgezogenen Tabak. Ach, dass ihr noch ein bisschen rauchen könnt, ihr Säcke. Na, scheiß drauf. Wie können wir denn herstellen? 8? Ich habe 4. Na komm, auch mal ein paar Kippen fertig. Er liest. Sie legt sich hin. Wir haben Glück, dass es hier drin nicht kalt ist. Hm? Du könntest eigentlich mal kochen. So. Was kostet so eine Doppelsuppe? Benötigte Gegenstände. Oh, das ist eine große. Wie können wir denn davon kochen? Ah, das sind 2. Ja, dann stell die her. Okay. Er macht immer noch fleißig Zigaretten. Das Gute ist, wir können jetzt die Medikamente mitnehmen, wenn wir plündern gehen. Die Bandagen sind weg. Ja, das war ja das, was ich fragen wollte. Soll ich die jetzt in Medikamente austauschen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich würde auch gerne mal gucken, wie das funktioniert mit diesem... Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, mit diesem Samen. Der kann doch auch irgendwo Samen einpflanzen. Wenn ich Werkzeug hätte, könnte ich das Schloss aufbrechen. Okay. Kannst du was bauen? Marco. Nee, das war die Werkbank. Okay. Ein Messer kann er bauen. Ja, das sollte er auch tun. Können wir mehrere bauen? Nee, aber eins auf jeden Fall. Das stellen wir auf jeden Fall her. Damit wir bewaffnet sind, wenn wir wieder überfallen werden sollten. So, Messer ist hergestellt. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Der ist sehr hungrig. Komm, Pavel, einen darfst du dir nehmen. Ich bin so gut. Nein, der muss ja, der war ja die ganze Zeit auch immer plündern, von daher. Die Nacht. Okay, wir nehmen... Wo ist denn Arika? Arika hat aber nur 10 Plätze. Können wir 2 plündern schicken? Nee, einen nur. Ja, dann gucken wir mal, wie gut Arika ist. Pavel ist nur hungrig, dann steht der Wache. Ist Marco, ist egal. Pavel ist ein schneller Läufer, der ist sehr hungrig, der hat eigentlich gerade was gegessen. Der steht auch Wache. Und der geht schlafen. So, dann gehen wir mal... Wo gehen wir denn hin? Ins baufällig besetzte Haus, eine große Menge Materialien, etwas Waffen, einige wenige Teile. Ruhiges Haus, eine Menge Lebensmittel, da gehen wir hin. Wir nehmen mit... Achso, nee, wir wollten ja in dieses... Stopp. Wir wollten in die Autowerkstatt, weil... Nee, ich mach das mit den Medikamenten noch nicht. Sagt ihr mir, wie ich das mit den Medikamenten machen soll, ob ich das eintauschen soll oder nicht. Und danach gehen wir wieder dahin. Ich gehe jetzt erstmal dahin. Wir nehmen mit Schaufelsche. Und ein Messer, falls wir es brauchen. Und gehen plündern. Da kann die Arika sich gleich mal beweisen. So, erstmal steht sie hier. Materialien. Dann... Nichts als abloser Nutzfall. Was haben wir hier? Auch alles nehmen. Jetzt erstmal vorsichtig gucken. Altes Ehepaar. Und geh mal langsam hier rein. Und nach unten. Oh, die hat es ja gesehen.
Ja, da müssen wir die auch mal töten. Ich bitte Sie, hören Sie auf. Okay. Edward, verlass mich nicht. Oh Gott, scheiße. Muss ich ihn auch noch umbringen. Oh, ihr hatet mich bitte nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist oder falsch. Ich mache das jetzt einfach mal. Wir können ja Arika rausschmeißen. Warum tun sie das? Ja, weil wir es zu fressen brauchen. So. Tun sie mir nicht weh. Nein, ich habe es ganz schnell gemacht. Ich habe mir Mühe gegeben. Jetzt plündert die auch aus. Ich fühle mich schlecht. Alles nur wegen der blöden Arika, die ist schuld. Was ist das denn für ein Schild? Ich kann während eines Kampfes nicht plündern. Ach so. Na komm. Was haben wir hier? Privatbesitz. Ja, scheiß drauf. Die gibt's ja eh nicht mehr. Was haben wir hier? Diamanten. Super. Für so ein Scheiß. Ja, dann tu das Holz weg. Die können wir auf jeden Fall verkloppen. So, was haben wir noch? Schnell mal hier rein. Ach, Werkzeug brauchen wir auch noch. Na super, jetzt gehen wir nach oben. Halt, hier liegt noch was. Halt, hier liegt noch was. Ich fühle mich nicht gut. Tabletten. Mitnehmen. Wir müssen auf jeden Fall hier wieder zurück, weil jetzt haben wir es ja einmal angefangen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, es sind alte Leute, aber nee. Da fühlt man sich nicht gut. Okay, verlassen. Kühlschrank. Oh, Essen. Ja, dann tu den Scheiß raus. Dann nehmen wir jetzt erstmal nur Essen mit. Tu den Scheiß auch raus. Nimm Essen mit. Wir kommen ja wieder. Wir können ja nochmal hierher. Wir haben jetzt eh alles kaputt gemacht. Wir haben ja alle getötet. Ist das Samen oder sind das Tomaten? Düngemittel. Ja, lassen wir auch erstmal noch hier. Erstmal das wichtige Konserven mitzunehmen. So, verlassen. Was haben wir denn hier oben? Wenigstens gucken, was es hier noch gibt. Gut, okay, verlassen. Was gibt's hier noch? Bandagen. Samen. Bücher. Okay, verlassen. Hier ist keiner mehr, ich kann's überall rein. Gott. Ist für die kommen. Das ist ein Brief von Opa Bernhard an Aelin. Es freut uns zu hören, dass du anfängst, dein Leben mit deiner Tante zu genießen. Der Krieg ist nicht so schlimm, es ist nur nichts für Kinder. Genau genommen sagen sie, dass er bald vorbei sein wird. Mach dir wegen uns keine Sorgen. Oma geht es schon besser. Wir haben Oma gemeuchelt. Sie wollte nicht, dass ich dir sage, aber sie bewahrt etwas Mehl auf, um dir Kekse zu backen, die du so magst. Und was mich angeht, nun, ich verspreche dir, dass ich die Schaukel reparieren werde, wenn du zurück bist. Super. Wir sind Mörder. Ich werde nachts mit dem Gefühl schlafen, ich habe jemanden umgebracht. Leute, da fühlt man sich scheiße. Wir lassen die scheiß Schaufel hier und nehmen die Tabletten mit. Was haben wir hier? Badezimmer. Was ist hier noch im Schrank? Okay. Jetzt haben wir auch die Medikamente für das andere Haus. Ich weiß, wir müssen mal gucken, wie es mit der Zeit aussieht, ob wir das jetzt noch schaffen. Jetzt rennen wir erstmal zum Ausgang. Nachdem wir sie alle getötet haben. Boah, ich fühle mich echt schlecht, ohne Scheiß. Und Arika ist zurück. First Blood. Super Erfolg.
Hier die Bandagen, fragt mich nicht. Ja, die ist natürlich fertig mit der Welt. Und wir haben sie zur Mörderin gemacht. Wobei... Und wir wurden ausgeblaut. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie waren ein brutaler und fieser Haufen, aber sie haben nur geringfügigen Schaden angerichtet. Wir hatten einige Waffen, aber sie reichten nicht für alle aus. Marco wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Arika war auf der Suche nach Vorräten eines Randes mitgebracht. Pavel verhungert. Wir müssen ihm was zu essen geben. Ja gut, wir haben ja was zu essen. Wo ist Pavel? Ist Marco? Ja. Dem wollten wir ja vorhin schon was zu essen geben. Das haben wir aber leider technisch nicht geschafft. Der ist müde. Der legt sich erstmal hin. Der pennt noch. Der steht erstmal auf. Und Arika legt sich auch hin. Wenn wir jetzt unsere Geschichte lesen, wird es bestimmt traurig. Wir haben nur einen Stuhl, bla bla, einige Löcher in den Wänden, bla bla, alles. Uns fehlt es wirklich an Büchern. Na, Bücher kann man ja wiederholen. Haben wir jetzt die alten umgebracht. Wie geht's, Pavel? Sehr hungrig. Ja, komm, ist noch ein. Im Moment ist ja genug da. Okay, der ist nur noch hungrig. Dann guck mal, wie es aussieht mit Feuer machen. Oh, Arika, warum musstest du das tun? Wo, die hat doch gar nichts erzählt. Jetzt ohne Scheiß. Das finde ich kacke, weil die ist reingegangen und hat gesagt, frag nicht. Jetzt sagt er, warum musstest du das tun? Die hat doch gar nichts erzählt. Weißt du, du weißt das doch gar nicht, du Arschloch. Entschuldigung, aber das ist... Nee, nee, das ist scheiße, ist das. Ich fühle mich eh schon beschissen, jetzt noch mehr. Ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber vorher... Er ist leicht verletzt. Ich wünschte, wir müssten es nicht tun. Ich habe schon eine ganze Weile nicht geschlafen. Ja, die Betten sind jetzt besetzt. Müssen wir noch eins bauen. Bauen wir ein Bett. Können wir noch eins bauen? Natürlich nicht. Gut, wir müssen auf jeden Fall noch Betten herstellen. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, sollen wir die Medikamente jetzt eintauschen oder nicht? Sollen wir nochmal in das Haus? War das mit den Morden richtig? War das mit den Morden falsch? Zum einen, ja, kann man sagen, die waren schon alt, aber im Krieg gewinnt nur immer mal nur der Stärkere. Eigentlich ist es das Ding der Natur. Ich meine, wenn ein Löwe eine Antilope lobt, also tötet, sagt er auch nicht, die hat eine Familie. Er hat einfach Hunger. Ich bin gespannt, was ihr für eine Meinung dazu habt. Und wenn ihr mir die geschrieben habt, dann geht's weiter. Bei This War of Mine. Ich bin euer Songy GameJay und wünsche euch allen den Frieden der Welt. In diesem Sinne, see you und bye!